Große Höhen sind im Landschaftspark Duisburg-Nord nichts Neues. Hier kann man im Hochseilgarten des Parks zwischen Gießhallen und Hochöfen hindurchklettern und den Pott aus anderen Blickwinkeln kennenlernen. Ein paar Meter weiter gab es am Donnerstag aber ein ganz anderes Kaliber in Sachen Höhen zu sehen. Die Dokumentation Free Solo. Im Mittelpunkt der Freikletterer Alex Honnold und der legendäre El Capitan in Kalifornien. Ist es ein anderes Gefühl ohne Seil da oben? Ohne Seil hat es viel größere Konsequenzen. Leute, die ein bisschen vom Klettern verstehen, sagen, er sagt, er kann es, also passiert ihm nichts. Und Leute, die genau wissen, was er macht, kriegen Panik. Seit Jahren denke ich über El Cap nach und jedes Jahr denke ich, der macht richtig Angst. Aber ich werde nie zufrieden sein, wenn ich es nicht versuche. El Capitan ist die beeindruckendste Wand der Welt. 975 Meter reiner Granit, das Zentrum der Kletterwelt. Zum El Capitan kriege ich ständig Interviewanfragen. Hättest du Lust darauf? Ja, na klar. Die beeindruckendste Felswand der Welt. Bis zu 1000 Meter reiner Granitfelsen. Und den will Alex Honnold ganz ohne Sicherung bezwingen. Das stößt bei vielen Menschen verständlicherweise auf Unbehagen. Die Familie des Kletterers und auch die Filmcrew der Doku hatten große Bedenken. Aber wenn ihm etwas zustößt, wenn ich ihn nie mehr wiedersehe. Ich war immer zwiegespalten, einen Film über Free-Solo-Klettern zu machen, weil es so gefährlich ist. Du willst dir nicht vorstellen, wie dein Freund durch die Linse in den Tod stürzt. Diese spannende Geschichte lockte zahlreiche Besucher in den Kinosaal des Landschaftsparks. Doch wie viele von ihnen kennen sich eigentlich mit dem Thema Klettern aus? Ich bin Bergsteiger und deshalb finde ich das toll. Ne? Also heute ist das, sag mal, was mich so interessiert, weil ich selber Bergsteiger bin. Und da sag ich mal, kann man sich eigentlich von abgucken. Ich meine, da, wo er jetzt ist, komme ich selber wahrscheinlich nicht mehr hin, aber es macht auch Spaß hier. Nee, eigentlich. Ich bin zwar auch sportlich, aber so Klettern ist eigentlich gar nicht so mein Ding. Aber ich gucke es mir trotzdem gerne an. Weil ich selbst gerne klettere. Ja, weil ein paar Leute aus meiner Familie klettern auch und da haben wir gedacht, wir gucken uns das mal an. Es waren also eine ganze Menge Experten im Publikum. Aber auch als Kletteramateur beeindruckt der Film. Da kann man nur hoffen, dass wirklich alle Zuschauer schwindelfrei waren. Denn bei der Geschichte kommt jeder an seine Grenzen. Wenn man an seine Grenzen geht, erkennt man irgendwann auch seine Grenzen. Ich fasse es nicht, dass ihr da hinschaut. Hey Jimmy, hörst du mich? Er ist eben losgeklettert.